Roch Kaboré ist der Präsident von Burkina Faso. Er wurde am 29. Dezember ins Amt eingeführt. Die ersten 100 Tage seiner Präsidentschaft des westafrikanischen Staates sind um. Wir trafen uns bei seinem ersten Staatsbesuch in Paris. Herr Präsident, guten Tag und herzlich willkommen bei Euronews. Knapp zwei Wochen nach Beginn Ihrer Präsidentschaft, Ende Dezember, wurde Burkina Faso von einem terroristischen Anschlag getroffen. Am 15. Januar schlug der Al-Qaida des islamischen Maghreb in der Hauptstadt Ouagadougou zu, tötete 30 Menschen. Herr Präsident, wie hat das Land diesen Angriff verkraftet? Dank der Solidarität der mit uns befreundeten Länder und unserer Nachbarn hat sich Burkina Faso schnell gefangen. Wir haben dem Terrorismus nicht nachgegeben, haben uns nicht einschüchtern lassen. Wir müssen mit Einschränkungen leben und wir werden alles Nötige tun, um den Terrorismus in unserem Land zu stoppen. Was hat sich seit dem Angriff für die Menschen verändert? Der Anschlag hat zwangsläufig das Verhalten der Bürger verändert. Da ist natürlich mehr Wachsamkeit, viel mehr Aufmerksamkeit. Es gibt mehr Sicherheitskräfte an zentralen Punkten, die die Sicherheit der Bürger gewährleisten. Was können Sie tun, um das Einsickern von Kämpfern über die Grenzen zu verhindern, aus Mali zum Beispiel? Wir setzen auf die Zusammenarbeit zwischen unseren Sicherheitskräften, Mali und Burkina Faso. Wir haben gemeinsame Patrouillen, aber Sie wissen, das sind etwa 1000 Kilometer Grenze. Wir arbeiten mit Frankreich daran, die Unverletzlichkeit der westafrikanischen Grenzen zu sichern. Frankreich will seine Sicherheitskräfte auch ohne Ankündigung nach Burkina Faso schicken, also auch ohne Sie zu informieren. Sie haben Ihre Unzufriedenheit damit deutlich gemacht. Wie sehen Sie die Rolle der französischen Sicherheitskräfte in Burkina Faso und Westafrika generell? Damit keine Missverständnisse aufkommen. Ich habe Herrn Cazeneuve getroffen und wir haben uns ausgesprochen. Die französischen Kräfte haben sicherlich viel mehr Erfahrung im Antiterrorkampf als wir. Deshalb können sie uns gern unterstützen, um unsere Armee besser zu organisieren, unseren Abwehrkampf besser zu organisieren. Aber letztendlich wollen wir uns selbst schützen können und dafür nicht auf französische Kräfte angewiesen sein. Wir legen Wert auf unsere Unabhängigkeit, gerade von Frankreich. Bleiben wir auf der internationalen Bühne. Wie sehen Sie die Migrationskrise in Europa? Untergräbt sie die Grundlagen der europäischen Integration? Haben Sie Kritik an Brüssel? Wir beobachten diese Krise in Europa. Sie ist zuallererst eine Finanzkrise. Immigration ist nur ein zusätzlicher Faktor zu dieser Staatskrise. Ich glaube, es müssen dringend Reformen umgesetzt werden. Die meisten Institutionen in Europa scheinen sich von den Menschen entfernt zu haben. Den Eindruck habe ich persönlich jedenfalls. Die Leute sehen die Bürokratie. Sie sehen, dass einsame Entscheidungen in den oberen Etagen getroffen werden, die ihre Bedürfnisse nicht beachten. Das bedeutet für uns, dass wir mit regionalen Institutionen, auch in Afrika, einfach näher an die Menschen heran müssen, um ihnen die richtigen Lösungen zu bringen. Möchten Sie die Zusammenarbeit mit der EU, mit Brüssel vertiefen? Ich denke, es ist absolut notwendig, die Zusammenarbeit, die wir heute schon haben, weiter zu vertiefen. Gerade darüber haben wir jetzt aktuell in Frankreich gesprochen. Aber es ging nicht nur um Unterstützung durch Frankreich selbst, sondern auch um mehr Lobbyarbeit für Burkina Faso auf europäischer Ebene. Und Brüssel ist eines meiner nächsten Ziele, um Burkina Faso zu vertreten, auf europäischer Ebene.
Sprechen wir über die wirtschaftliche und soziale Situation Ihres Heimatlandes. Am Tag nach Ihrer Wahl haben Sie als erste Priorität die Reorganisation der Armee genannt, in Anbetracht der wirtschaftlichen Lage. Warum diese Priorität? Pourquoi le choix de cette priorité au regard de la situation économique du Burkina? Es ist wichtig, dass wir die Armee zuerst reformieren, damit wir erstens eine republikanische Armee bekommen und zweitens muss sie eine unpolitische Armee werden. Das Militär soll Menschen und Grenzen verteidigen. Das ist seine Aufgabe. Sie wollen über 5% Wachstum für Ihr Land erreichen, so wie in den 2000er Jahren. Wie kann das klappen in Anbetracht fallender Preise für Gold und Baumwolle, Ihren wichtigsten Exportprodukten? Nach den Prognosen sind wir der Meinung, dass wir 2016 ein Wachstum von rund 5,7% haben werden, gerade wegen der neuen politischen Rahmenbedingungen, die wir gesetzt haben. Wir reduzieren die Staatsausgaben, wir haben einen Schwerpunkt auf der Bildung, aber wir konzentrieren uns auch auf die Landwirtschaft, denn dort sehen wir Wachstumsmöglichkeiten, und zwar gerade für kleine Unternehmen. Auf diese Art und Weise können wir die Wertschöpfung in Burkina Faso vergrößern. Kommen wir nun zu den nachbarschaftlichen Beziehungen der Elfenbeinküste und den belastenden Ereignissen durch den früheren Präsidenten Compaoré und seine Rolle im Fall Soro. Sie sagten letztens, Sie wollten die diplomatischen Kanäle offen halten. Wie sieht die Zukunft der Beziehungen mit der Elfenbeinküste aus? Unsere Beziehungen waren sicher nicht die besten, aber jetzt sind sie sehr gut zwischen den Menschen in Elfenbeinküste und in Burkina Faso, zwischen den Staats- und Regierungschefs. Wir haben gesagt, lassen wir einfach die Justiz ihre Arbeit machen. Wir kommen zum Schluss. Deshalb eine Frage zu Ihrem Studienaufenthalt in Frankreich vor vielen Jahren. Gibt es besondere Erinnerungen? Aus der Zeit stammen viele Freundschaften, afrikanische wie französische. Ich glaube, die beste Zeit im Leben hat man als Student und deshalb sind es die besten Erinnerungen, die man haben kann im Leben. Herr Präsident, es war mir ein Vergnügen. Herzlichen Dank für das Gespräch.